Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Divinity Original Sin. Mit dabei ist natürlich der Sam. Hallo. Und wir haben uns nochmal zurückgeportet in die Freudenfeste. Wir haben jetzt die Höhle haben wir einfach nur verlassen, weil da gab es ja nichts mehr. Haben wir einfach nur rauslaufen. Und der Sam hat irgendwo gelesen, dass man seinen Halsring eventuell sogar schon hier in der Freudenfeste los wird. Dazu müssen wir aber in die Arena. Das machen wir jetzt, ne? Und dann müssen wir, weiß ich, hier die Quest beenden oder so. Ja, ist das sogar sehr wahrscheinlich, ne? Dass wir irgendwas übersehen haben, dass das wichtig war. Ja, wahrscheinlich mit der Troller hier reden, oder? Wahrscheinlich. Nö. Heute gibt es keine Kämpfe mehr. Wir warten, dass der Geist des einen sich niederlässt. Okay. Okay. Was macht der hier? Was? Der Typ kann kämpfen? Wir haben unsere Chance verzahnt. Wahrscheinlich. Ist der Einzige, der ihn mutet. What? Ja, das war dann. Ach, hier vorne steht noch einer, der Sepp, der Glänzende. Very well. Tell me, what is your strategy in battle? You do not fight like others I have seen. Ihm sagen, dass du jeden Schlag sorgfältig planst und die Stärken und Schwächen deines Gegners abschätzt. The strategist. And yet you are not too circumspect to land the killing blow. I will keep my eye on you. The good one. Hm. Was? Er hat ein gutes Auge? Hm, nicht wirklich. Tschüss. Also. Toll, ist den ganzen Weg hier zurückgelaufen. Oder geportet. Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass man echt nur einmal kämpfen kann. Ja gut, wir haben ja auch ein bisschen. Ich hab auch nicht alleine gekämpft, wenn man mal genau bedenkt. Ja, ja, aber nur einmal. Was ist denn hier hinten noch? Mal gucken, was ist hier? Ist hier irgendwas? Ne. Keine Ahnung. Was denn? Kampf? Ich bin in einem Kampf plötzlich. Wo? Bist du hier rausgegangen? Ach, mit dem Quellenhund. Ja, ich will jetzt kurz rausgehen. Ah ja, Tatsache. Oh ja, das ist wirklich ein Quellenhund. Oh, hinter uns ist auch ein Konstabler Kraus. Irgendein anderer Gegner in der Tür. Aha. Taktischer, toller taktischer Rückzug. Ja, so könntest du es nutzen, wenn du clever bist. Wir beschleunigen mal die gute Lose. Noch einmal das hier. Wie frisst das? Ach, sehr schön. Oh, da machen wir den hier. Nice. So, Elementarpfeil. Und dann ermutigen wir mal. Und Geistesfrieden. Mensch, sehe ich die Magierin hier bei uns. Die hat gesessen, der Angriff. Der Hund ist auch tot. Nice. Oh, 200 Erfahrung. Schick. Und tschüss. Ja, war doch mal easy. Also irgendwo gibt es anscheinend eine Schmiede. Wäre ein bisschen mal erkunden, vielleicht finden wir ja noch was. Ja, genau. Wir müssen ja mal gucken hier. Wir können aber einfach mal hier rüberfliegen, ob wir hier irgendwas finden, was aussieht wie ein irgendwas Schmieden-ähnliches. Hier nicht. Die heißt Nebora, die Dame. Hier ist eine Schmiede. Das ist jemals ein Amboss. Die Dame heißt Nebora. Ja, ich hab sie. Nebora. Jetzt mal mit dir quatschen. Amidst a crowd of screws, bolts and scraps of metal,
The woman is manipulating a glove-like contraption fitted with five long. Fünf lange Metallspießen. Sie blickt nicht auf, als du dich näherst. And what you're after? Sagen, dass du neu hier bist und gerne ihre Bekanntschaft machen würdest. Ja, verschwindet. Hat sie irgendwas Cooles? Jetzt bist du wieder im Kampf mit sechs Leuten. Was mit sechs? Alter, was machst du denn? Keine Ahnung. Du bist immer nur Kämpfen verwickelt. Ich habe keine Ahnung, warum überhaupt so viele Kämpfe verwickelt sind. So was Beste. Just so you know it's made. She's clever, Dallas. Made these herself. For those bodyguards of. She looks up. You looking to buy something? Fragen, wie sie diese Vorrichtung in die Hände bekommen hat. Aha. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the order, she started turning out all manner of oddities. Fragen, ob es Dallas war, die diese schrecklichen Halsringe erfunden hat. Sie nickt einmal. You looking to buy something, or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? Du spürst, dass sie mehr weiß, als sie sagt. Ihr sagen, dass sein Halsring eng sitzt und sie fragen, ob sie ihn lockern könnte. For you? Hell no. Fragen, wie ihre Dienste würdig Waren sie darfst. Nachhaken. Sie weiß doch, wie sie sich manipulieren lassen. That's for me to know and you to get out of my face. Buy or shove off. All manner of things. Have a look. Okay. Aber sie lässt sich leider nicht rumkriegen. Dallas, you maniac. The woman looks up as you. What do you need? The hammer got you curious. She nods. What? Clever lasso. Oh, I don't know. People do change, don't they? Na, okay. Das habe ich verkackt. Muss es mit ihr mal probieren. Amidst a crowd of screams. And what you after? A grin cracks her stony face. Sure thing. Okay, es bringt auch nichts. Bekanntschaft machen. I ain't. She looks like you're looking to buy something. Found it in the never knew nochmal die schreckliche Heizung erfunden hat. You looking to buy something? Du spürst, dass sie. Ja. Fragen, wer ihrer Dienste würdig wäre. Mal gucken. Is exactly the right word. Someone who's proven himself might earn my time of day. Speaking of, you haven't. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Also wir müssten ja irgendwie dieses Ding, dieses letzte Herausforderung schaffen. Wo bist du denn hier gerade im Kampf? Ach, da. So, für dich sieht es gar nicht so gut aus. Ja, geht. Wo ist denn dein Ivan überhaupt? Ach, da hockt er. Das Schlechte ist, dass du brennst. Das heißt, Beteiligung ist nicht viel. Ich glaube, wir töten hier gerade jeden von den Magistern. Ja, die greifen uns aber auch alle an hier jetzt ist halt. Ja, klar, wir haben ja auch den ihren hochheiligen Vater da umgebracht. Na. Und irgendwie müssen sie es rausgefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie. Oh, geblockt. Nice. Oh, der Schaden wird reflektiert. Nice. Ja, einen Schaden immer. Naja, immerhin. Besser, so, immer besser einen Schaden als gar keinen Schaden, ne? Ja. Oh, ich stehe einfach zu weit weg. Also, den Herzring lässt, konnte sie ja nicht abnehmen. Nee, nur wenn man würdig ist.
Ja. Und die sind halt nicht würdig. Der Dialog auch, dass wir nochmal einen Versuch in der Arena haben oder so. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Hm, okay. Ermutigen wir wenigstens einmal. Ah, take this bitch. So. Oh, der ist schon mal down. Ja, wir haben ein paar Erfahrungspunkte, sehr schön. Na, oh, Erfahrungspunkte. So schön. Hier ist manchmal dann die ganze Reihenfolge umschaffelt, wenn einer gestorben ist. Nee, da krieg ich sonst niemanden. Lauf mal. Na, lauf mal einfach da mal hin. Ich träume von dem Moment, an dem ich Schaden reflektiere und ihn dann sozusagen mit dem reflektierten Schaden töte. Okay, das wird lange dauern, glaube ich. Das wird nicht so schnell gehen. Mit reflektierten Schaden töten. Hm, schick. Ist ja nur noch ein Gegner. Nee, sind zwei. So, ja. Achso, da ist der letzte. Der liegt gerade. Oh, nice. Jo. Ja, dann ist der jetzt auch gleich tot wahrscheinlich. Ah, nee, nicht genug Schaden. Ah, mit 8. Nice. Die letzte Kette. Na. Ah. Reicht leider nicht mit dem Reflektieren. Da muss ich das jetzt beenden. Wobei, nee, da ist ja noch Magierüstung, ne? Ah, stimmt. Der hat ja noch Magierüstung. Habe ich irgendwas, was. Das ist so normal. Das ist halt die Tote, das machen. Nee, das reicht nicht. Nee. Einen hast du noch? Ja, aber das reicht nicht. Ja, brauchst du nur 6 Schaden. Das ja, aber tot. Ich hab nur noch 1 AP. Ich könnte ihn heilen. Das bringt ja nichts, dann heile ich lieber hier ihn. Oh, ich glaube, ich kann nicht angreifen, wenn hier was. Ja, toter Winkel. Ja, schade. Nein, mach das Holztotem dann. Das Holztotem wird's regeln. Oder kommst du es? Ne, du bist auch zu weit weg, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Oder? Yep, so weit weg. Na. Na, stellt sich einfach tot. Ja. Nein! Oh! Das Holztote ist zerbrochen. Sehr gut. Okay, dann darf Lose den Finalschlag machen. Das ist ja auch was Nettes. Sehr schön. Alle Totems haben versagt. Hm, Bärenrüstung, die kriegt Lose natürlich. Also es nervt mich irgendwie so ein bisschen gerade, dass hier die ganze Sache jetzt alles vertauscht ist. Ja. Du bist jetzt im Inventarbereich über mir. Das bringt mich total durcheinander. Oh, jetzt kriegt Lose endlich eine Rüstung, ey. Nice. Ach cool, jetzt können wir hier aufschließen. Sehr schick. Wo kommen wir denn hier rein? Hast du noch was zu erkunden? Hier waren wir doch, glaube ich, schon mal. Waren wir schon mal drin? Ich glaube. Oh Mann. Ich weiß, es ist die Freudenfeste wahrscheinlich, aber. Ja. Also wir können mal gucken, ob es hier oben irgendwas Cooles gibt. Machen wir hier. Scheinbar Trainingslager. Das ist ein Buch, leerer Becher, Brot. Ah, ist der Kacke der Freund. Hier sind aber auch lauter Feinde jetzt.
Was können wir denn hier töten? Ach, hier sind 8 Hunde sind so. Hier. Wo? Hier in dem Ding selbst drin. Was im Ding selbst drin? Da? Ja, das ist halt der Kacke der Freundfeste. Nee, hier haben wir doch gekämpft. Hier haben wir diesen Alexander getötet. Oder? Ja. Ja, aber im Kacke der Freundfeste selbst. So noch. Ach hier, ja stimmt, hier ist der Kerker. Ah ne, die Hunde, die hatten wir doch hier alle befriedet, weil wir ihm irgendwas gegeben haben. Also einen Ball, glaube ich. Die leeren Hüllen stehen hier immer noch rum. Ja, gut. Können wir wieder raus. Die erinnern sich nicht. Nee, wir können jetzt noch mal kurz in die Arena gehen. Vielleicht hat es ja wirklich was getriggert, dass wir da angequatscht haben. Probieren wir mal. Ja, versuch's auf jeden Fall jetzt. So, probier ich mal, ob da was passiert. We do not fight war today. We wait for the one spirit to settle. Der Geist ist ein. Hör mal, die reden von allen. Vielleicht muss der Rest auch draußen warten. Hm. Also komm mal wieder raus hier. Wäre ein bisschen komisch, aber. Ich mal, das wäre typisch Spiel. Also dann geh ich mal alleine rein. Die Idee ist es auf jeden Fall. Nee, macht keinen Unterschied. Scheinbar. Schade. Mann, das ist echt ärgerlich. Tja, wenn ich dann reise einfach mal zum nächsten zentralen Schnellreisepunkt, sag ich jetzt mal. Ja. Keine Ahnung, was man hier macht. Stimmt, aber wir können auch. Ich weiß, wo wir nochmal hingehen können. Weil wir eh schon gerade hier sind. Okay. Und zwar bei dieser großen Statue, da konnte man doch in den Keller. Statue. Der Schnellreisepunkt, wo wir gerade angekommen waren. Ja. Da ist doch so eine Luke, da können wir doch in den Keller rein. Hatten wir den Kampf da unten beendet, oder? Ich glaube, ja. Ja? Weiß nicht, guck mal. Ich glaube, wir haben die alle platt gemacht dann. Hatten wir? Weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Meine, wir haben alle getötet. Ich guck mal. Das war dieser lange, ja, das war dieser lange Kampf. Der Typ steht hinten ja auch gar nicht mehr da. Ja, stimmt, das ist so eine Giftfläche. Ja, das stimmt. Ist auch auf jeden Fall. Wir könnten jetzt natürlich auch überlegen, noch hier zu dem Kind zu gehen, ne? Kind? Dieses Kind, was uns rausbringen wollte. Weißt du noch? Ja, das können wir machen. Vor allem, weil im Tagebuch ja auch steht, dass er jemanden kennt, der die Dinger eventuell abkriegt. Ja, das sollten wir jetzt wahrscheinlich ausnutzen. Weil diese Nebora, die wird uns ja leider nicht helfen. Nicht solange wir der eine sind. Da gibt es ja einen guten Schnellreisepunkt. Falls das Kind überhaupt noch da ist, ist es scheinbar nicht mehr da, das Kind. Was nee, ist nicht mehr da. Oh. Das doofe Balk. Das gibt's ja gar nicht. Echt, ey. Frechheit. Ja, tja. Wir werden wohl den Rest unseres Abenteuers mit dem Heizring rumlaufen. Ja, tja. Wir werden niemals die wahre Macht der Quellen erblicken. Ja, dann gehe ich jetzt zu diesem Schnellreisepunkt von dem Moor. Oh, hier gibt es aber noch eine Treppe nach oben. Ich nehme die mal. Mhm. Gucken, was da ist. Ach, das ist nur hier. Waren wir auch schon. Da unten ist nämlich irgendeine rote Fahne hier. Ach, das ist dieser Hebel. Was war hier diese Luke? Hat das schon wieder alles so lange her gefühlt. Yep. Oh. Erfahrungspunkte. Für? Hier ist eine uralte Passage. Wir haben diesen, wir sind dann nie lang gegangen. Hier, komm mal zu mir, hier unten in der Feste. Oh, dann muss ich zu dir reisen. Muss ich jetzt mal kurz auf der Karte suchen. Wo bist du denn? In der Feste drin. Also da wo dieses Kind war mit dem Boot. Ach scheiße, ich weiß gleich mehr, wie man da hinkommt. Oh Gott.
Diese Orientierung ist da mal. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt quasi da, wo man der Schnellreisepunkt der Statue. Okay, dann gehe ich mal kurz vor die Tür. Dann müsstest du mich sehen. So, jetzt müsstest du mich sehen. Ich bin in südlichere, nee, in westlichere Richtung. Ja, ich komme. Nee, in östlichere Richtung ist das. Ja, ich sehe die blauen Pfeile, das ist das Praktische. Sehr gut. So. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Ja. Dann biegen wir links ab. Und da, diese Falltür. Da sind wir nie reingegangen. Ah, stimmt. Es gibt aber immer so viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Ja, die Frage ist, du kannst durchgehen. Du hast kein Problem mit Gift. Vielleicht findest du weiter hinten einen Hebel oder so zum Ausschalten. Wobei, ich könnte auch durchgehen. Ich hab magische Rüstung. Lose hat sogar mehr magische Rüstung jetzt mittlerweile. Ich laufe einfach durch. Wenn Ivan, ach, die kommen gar nicht mit. Wegen des Gifts. Das ist interessant. Ja, müssen wir selbst. Mehr Seele. Müssen wir hier selbst machen. Das ist noch mehr Gefäße. Musst du hier selbst bedienen. Oh, so. Kampf. Ja, toll, jetzt ist dein Ivan Kilometer weit weg, ey. Alter Schäde. Egal, den kann ich hinterher jagen lassen. Oh, Skelette. In der Freudenfeste? Alter Schäde. Welkmors Seelengefäß. Okay. So, jetzt. Also machen wir das mal so. Ah ja, Strom ist gut. Okay, gucken wir mal. Du stehst natürlich wieder wunderbar an der Front. Das macht nichts. Genau da, wo du hingehörst. Boah, guck dir diesen Damage an. In einer Runde 67, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh. Oh. Boah, was? Jetzt hast du einen Huhn. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Schön ist die Statusbeschreibung von Hühnerform. Kann ich zaubern, angreifen oder mit Objekten interagieren? Bogak. Nice. Machen wir erstmal das hier. So, jetzt bin ich dran. Geh ich auch mal nach vorne. Beschleunigen. Das Beschleunigen bringt bei Lose einfach mehr. Ja. Oh, ich kann nochmal beschleunigen. Ich habe eine Schriftrolle Beschleunigung, dann mache ich das nochmal auf mich selbst. Doppelt Speed hier. Jetzt sind wir quasi Flash. Ah, diese Range ist ja auch schön. Alter Schwede. Ja klar, du stehst so weit oben, ey. So. Huhn mit scheiß viel Rüstung. Als Tank ist er noch gut. Ja, das stimmt. Hast du ihn bewegt oder macht er das automatisch? Das macht er automatisch. Oh, das ist keine Kontrolle über das. Aber das Huhn hat die automatische Logik wegzulaufen, so ich das verstanden habe. Sehr gut. Ja, ist das nicht Skelette? Du heilst den doch damit. Ja, aber ich mache trotzdem mehr Schaden, als ich heile. Aber ich kann ja auch einfach tot heilen, hast recht. Ich weiß halt nicht, ja, da ist er da. Ja, aber ich mache halt trotzdem mehr Schaden, als ich heile. Achso. Ah, dann hat er nicht 200% Immunität anscheinend. Weil bei mir ist es ja eigentlich. Nee, aber ich mache ja nicht nur Giftschaden. So, das würde ich damit sagen. Achso. Ja, sehr schön.
Nice. Und die anderen heile ich einfach mal, so nett wie ich bin. Na, was machst du? Mit dem Ivran. Oh, nice. Mehr ist einfach nicht drin, halt. Ja, kein Problem. Der Hüten ist ja schon tot, anscheinend. Ja, alle anderen sind tot. Er ist der Einzige. Mit dir zusammen ist er der Einzige Untote. Also reicht leider nicht. Aber jetzt? Ah. Ein Gift-Totem. Hat er nicht gereicht. Ja gut, dein Vieh hat's getötet, glaube ich. Mein Huhn? Uralte Tafel, mal gucken. Mal angucken hier. Oh! Oh, okay, das sind Fallen. Alter, jetzt ist es eingefroren, das guckt jetzt an. Ja, das sind Fallen. Wie ich gerade noch sagen konnte. Wie viel Leben habe ich? Oh, genug. Mal kurz warten, bis die Scheiße weg ist. Ja, das ist ein bisschen. Oh, das ist jetzt auch mal weg, das heißt? Sieht schlecht. Ah, jetzt. Aber nehmen wir noch die anderen Wege so mit. Noch ein Kampf. Was ist das für ein Gegner? Ach, da oben. Oh, okay, toll, sind die über uns. Oh. Na, traumhaft. Kyromantenwächter. Na, traumhaft. Aber Leute, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir jetzt erstmal die Folge. Im nächsten Runde geht es dann weiter mit dem Kampf gegen den scharfsichtigen Wächter und dem Pyromantenwächter und dem Kryomantenwächter. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei hier bei Divinity. Bis denn, cheerio. Tschüss.